zu einem Kurzvideo. Das ist eigentlich so ein Video on Demand. Ja, jemand wollte etwas wissen und ich dachte mir, bevor ich mir die Finger wund schreibe, mache ich ein kurzes Video drüber. Und zwar geht es darum, wie finanziert sich hier der öffentliche Nahverkehr. Also ich nenne das jetzt mal so. Ne? Und da ich hier Zahlen lesen muss, brauche ich wieder eine Brille. So, der öffentliche Nahverkehr, würde ich sagen, in Tansania oder in Arusha, das würde ich sagen, das sind Pikipiki, also Motorräder. Das sind Bajaji, diese Tuk-Tuks. Und das sind Daladala, die Kleinbusse. Das ist eigentlich der öffentliche Nahverkehr, wenn ihr das so wollt. Ja, wie finanziert sich die? Also ich muss sagen, fangen wir beim Motorradfahrer mal an. Motorradfahrer, ich kann der Besitzer des Motorrades sein, dann ist für mich ein bisschen besser. Oder ich kann einfach nur, wie die meisten hier, der Mieter dieses Motorrads sein. Und eine Motorradmiete kostet hier pro Tag den Leuten zwischen 7.000 und 10.000 Schilling. Das muss man erstmal reinkriegen. Was kriegt ein Piki-Fahrer rein? Ein Boda-Boda ist ein Motorradfahrer. Der kriegt hier in der Regel pro Kilometer 500 Schilling. Wobei die Grundgebühr eigentlich immer liegt bei 1.000 Schilling. Also wenn du jetzt im Ort jemanden sagst, du hol mir mal schnell was vom Bäcker oder bring mir eine Kiste Bier oder fahr mich mal schnell von A nach B und es sind nur 300 Meter, dann wird in der Regel, zahlen die Einheimischen zahlen auch 1.000 Schilling. Das ist eigentlich so ein Mindestding, wenn es nicht gerade Kinder sind. Und das machen wir auch. Ja, wir zahlen halt 1.000 Schilling für eine Fahrt. Und was ich noch mache, ist, ich zahle immer das Doppelte, wenn der noch einen Haufen, also wir haben zum Beispiel immer 4, 5, 6 Kisten Bier, oder nee, Soda und Bier. Wenn er das dann transportieren muss, dann aufladen und, er muss das bezahlen für uns, dann zahle ich immer das mal das Doppelte für die Fahrt. Aber das ist eine Musungu-Geschichte. Ja, aber er selber, also wenn er nicht Besitzer ist des Motorrads, muss er halt 7.000 bis 10.000 Schilling pro Tag an den Besitzer zahlen. Ja, und es gibt halt viele, wir gehen heute Abend noch zu einer Hochzeit, und das ist ein Besitzer von zwei Motorrädern. Er fährt selbst und eins vermietet er. Und damit ist dieser Mensch glücklich. Ja. Ja. Dann gibt es noch das Tuk-Tuk, das Bajaji. Tuk-Tuk ist eigentlich der Überbegriff von Bajaji und Gutter, also das Transport-Bajaji, das Transport-Tuk-Tuk. Ja, und das Bajaji hier ist auch wieder die Frage, bist du der Besitzer von dem Teil oder bist du nur der Mieter? Bist du der Besitzer, dann hast du echt Glück, weil ein Bajaji kostet sehr, sehr viel Geld. Ja, das ist sehr teuer. Man will es nicht glauben. Im Vergleich zu einem Motorrad, das du hier für 2, 3 Millionen kriegst, musst du beim Bajaji mit 6, 8 und sogar höher rechnen. Also je nachdem, wie neu oder wie alt das Ding ist, kostet schon richtig Kohle. Warte mal kurz, bis der Nachbar weg ist. Mit dem Pik-Pik. Piki-Piki. Jetzt fange ich auch schon mit Piki-Piki. Okay. Beim Bajaji ist es so, das kennt ihr, ne? Diese Motorräder, wo hinten eine kleine Kabine drauf hat, so dreirädrige Motorräder und hinten kannst du dann zu zweit oder zu achter, je nachdem, sitzen. Die Miete, wenn du das mieten willst, kostet 15.000. Also die Leute, die ja, mit dem Bajaji da meistens rumfahren, das sind keine Besitzer. Das sind meistens tatsächlich Leute, Menschen, die das gemietet haben. Und die müssen am Tag mindestens 15.000 Schilling erreichen, dass sie mit Null rauskommen. Das Benzin müssen sie auch noch bezahlen. Reparaturen ist meistens so, dass auch die Leute bezahlen müssen, wenn ein platter Reifen ist oder sowas. Ja, also wenn es nicht irgendein Motorschaden ist, den muss dann der Besitzer bezahlen. Und 15.000 Schilling pro Tag ist schon ein ganz schöner Happen. Deshalb werdet ihr auch von jedem Bajaji-Fahrer hören, egal wo ihr hin wollt, wenn du sagst, na, was kostet es? 15.000 Schilling. Auch wenn es nur eine 3.000 Schilling Fahrt ist. Das ist egal, die werden euch immer 15.000 sagen. Der normale Preis beim Bajaji-Fahren, der ist einfach, wenn du sagst, du weißt, wie weit du wegfährst, pro Kilometer 1.000 Schilling wäre der Normalpreis. Was aber hier in der Stadt, um 15 Kilometer zu fahren, dass er erstmal seine 15.000 Schilling Miete
herin hat. Da muss er schon 17.000 Kilometer fahren, dass er auch noch das Benzin mit drin hat. Das ist schon ein hartes Stück. Ja? Also deshalb versuchen die immer ein bisschen höher anzusetzen. Und ich verstehe es auch, zahle es aber nicht. Ey, gerecht ist gerecht. Was haben wir noch für öffentliche Verkehrsmittel? Busse, diese Kleinbusse, Dalla-Dalla. Habe ich euch ja alles schon mal vorgestellt. Da kommt es jetzt drauf an, bist du der Besitzer, bist du der Mieter oder bist du ein Angestellter? Also, wenn du der Besitzer bist, hast du natürlich gute Karten. Dalla-Dalla bestehen immer aus einem Team aus zwei Leuten. Der Fahrer, der meistens der Chef ist, und der Eintreiber. So ein schmales Teil, das immer versucht, Leute reinzuquetschen. Ja? Und das ist auch derjenige, der sich hinten dran stellt und Dalla-Dalla, wenn er vorn genügend Leute reingequetscht hat. Weil von diesen 12 Sitzen oder 18 Sitzen, was da gibt, da passen locker 45 Leute rein. Ja? Die kann man wie die Sardinen einfach reinquetschen, übereinander, untereinander schachten, es geht. Und ja, da ist dann so, ich habe jetzt keine Preise, was so Miete kosten würde von so einem Dalla-Dalla, aber ich gehe davon aus, das ist relativ hoch. Ich weiß, was es mich kostet, wenn ich es miete. Ja, also die Möglichkeit gibt es natürlich, dass ein Team von jemandem, den Sie kennen, so ein Dalla-Dalla, so ein Bus, so einen kleinen Bus mietet. Das geht. Die mieten, die müssen dann aber eine eigene Lizenz nachweisen. Ja? Das heißt, du bist eigentlich ein Unternehmer, du musst deine Lizenz selbst beantragen und alles machen, du musst dann die Miete von dem Dalla-Dalla bezahlen und da ist es so, du kriegst, was kostet ein Dalla-Dalla, was bringt das ein? Das ist also pro Fahrt, pro Person 600 Schilling. Ja, es gibt auch längere Fahrten, aber die meisten, also in der Stadt, wir reden jetzt von 600 Schilling pro Person. Das ist nicht viel. Kommt aber am Schluss doch was zusammen. Gerade wenn du so einen Eintreiber hast, der da alles reinstopft. Und Leute findest, die sich reinstopfen lassen. So, es gibt aber auch noch das Angestelltenverhältnis. Das heißt, ich habe jetzt 5 solche Busse. Also bei uns gibt es einen, der heißt ein Gmola. Und der hat, glaube ich, 2 mittlerweile. Also wenn du jetzt ein paar Busse hast, dann hast du praktisch 2 Angestellte, die du brauchst. Ein Team, das diesen Bus für dich fährt. Das heißt, dieses Team braucht keine neue Lizenz. Deine Lizenz ist gültig und du zahlst denen einfach ein Gehalt. Und das Gehalt für so ein Team liegt für beide gemeinsam zwischen 15.000 und 25.000 Schilling pro Tag. Ist jetzt ein mittleres Einkommen. Ja? Also nichts Besonderes, aber auch nicht zu wenig. Und du bist aber dann verantwortlich für alles Benzin und alles, was passiert mit diesen Bussen. Als als Arbeitgeber. Ja, das ist eigentlich, wie sich das Ganze hier finanziert. So, und diese Dalla-Dalla fahren, ja, du bist da schon 16 Stunden am Tag, 14 bis 16 Stunden am Tag beschäftigt. Das gleiche Team. Ja. Gut. Und jetzt könnte ich euch noch sagen, was kostet so eine Geschichte, wenn du selber mal einen ganzen Tag was brauchst. Also du kannst hier zum Beispiel hingehen und sagen, ich bin allein unterwegs, ich möchte so einen Motorradfahrer haben, der mit mir überall hinfährt, der den ganzen Tag auf mich wartet. Ja, ich gehe jetzt da rein, schaue das Museum an, der wartet draußen. Was kostet das? Pro Tag kannst du hier mit 10.000 bis 20.000 Schilling und du hast ihn. Mehr ist das nicht. Denn die Wartezeiten gelten sowieso nicht. Wenn es innerhalb der Stadt ist, ja, wenn es außerhalb der Stadt ist, da wird es schon ein bisschen teurer. Und ich habe gesagt, ab. Beim Bajaji ist es so, ihr seid zu zweit unterwegs, ihr habt einen Bajaji, ihr sagt, Mensch, pass auf, ich brauche dich jetzt den ganzen Tag. Mit 50.000 hast du alles drin. Ja, bei 50.000 bist du kannst in der Stadt rumfahren, wie du willst. Also zwischen 30.000 und 50.000, sage ich mal. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo du genau bist und wie viel ihr fahren müsst und die Wartezeiten sind, wie gesagt, billiger als das Fahren. Ja, wenn du einen Dalla-Dalla brauchst, das mache ich jetzt öfter schon, dass ich manchmal mit einer Gruppe unterwegs bin mit Weißen und dann miete ich immer ein ganzes Dalla-Dalla und das kostet zwischen 150.000 und 200.000 Schilling pro Tag. Ja, da ist aber der Fahrer dann schon dabei und bei 200.000 kriegst du sogar schon ein bisschen besseres Stuff-Taxi. Ja. Gut,
Das war jetzt ganz kurz der Überblick, wie finanziert sich die öffentliche Verkehrsmittel. Falls Fragen kommen wegen Taxi, ja, natürlich gibt es ja auch Taxi. Da werde ich euch jetzt aber nichts nennen, weil die Preisspanne so weit auseinander liegt und zwischen echten Taxi und Privattaxi. Privattaxi hast du 99% in Arusha, echte Taxi 1%. Da liegt die Preisspanne so weit auseinander, weil das freie Handelsrecht da ist. Du kannst einen Fahrer finden, der dich für 5000 Schilling 100 Kilometer weit fährt. Ja, und der zahlt sogar drauf dann. Und da gibt es einen anderen Fahrer, der sagt, ja, du willst hier um die Ecke 1,5 Kilometer, ich möchte von dir 30.000 Schilling haben. Ist ganz verschieden. Und deshalb lasse ich das Taxi mal weg und vielleicht mache ich da mal extra irgendwas damit. Bis zum nächsten Video. Ciao, servus.